herzlich willkommen beim Bulligen Wachmacher. Die Temperaturen klettern wieder im gesamten BOWA-Sendegebiet. Sage ich mal, habe ich nicht überprüft in den aktuellen Wettermeldungen, aber ich behaupte es, denn es ist Sommer und auch im Bulligen Wachmacher ist die Sommerzeit angekommen. Wir haben wieder ein sommerfrisches Programm für euch heute aus den BOWA-Studios in München und NRW. Mein Name ist Moritz Hürtgen und mein Podcasting-Partner am Mikrofon in NRW heißt Dex Werner. Hey, good morning Moritz, how are you? I'm good. Hey, ich habe eine Frage an dich gleich zu Eingang. Du bist zurzeit, also ich habe Aktivitäten festgestellt, vor allem auf deinem Instagram-Profil. Und ich sehe jetzt immer sehr schöne Fotos von dir mit extrem guten Blicken und dazu sehr geile Meinungs- und Einschätzungstexte, würde ich es mal nennen. Empfehle das auch direkt allen HörerInnen. Wie läuft's denn und wie, was, warum eigentlich? Das fing an eigentlich mit einer Nachricht von dir, vor einer Woche ungefähr, und das war, als Joe Biden seinen Rückzug bekannt gegeben hat. Mhm. Und ich hatte das irgendwie so gelesen, dass du mir das bei Joe zieht zurück, du hast mir, glaube ich, geschrieben, sowas ganz Kurzes. Und dann ackerte es sofort in mir und ich hatte so wirklich so für eine Sekunde das Gefühl, die Leute da draußen brauchen jetzt meine Einschätzung. Ja. Die müssen jetzt so ein bisschen an die Hand genommen werden und das eingeordnet bekommen. Und dann habe ich am selben Abend halt mein erstes, mein Sharepick, mein News-Sharepick gemacht mit einer starken Meinung. Meine Meinung damals war, dass die US-Demokraten, dass das jetzt keine Hängepartie werden darf mit der Nachfolge. Und ich glaube, das Wording war, Dax Werner warnt US-Demokraten. Und wie das so ist, das kam dann für meine Verhältnisse ganz gut an. Und dann habe ich überlegt, warum eigentlich nicht jeden Tag? Und jetzt versuche ich das gerade halt so jeden Tag so einen so ein Sharepick zu machen zu einem Thema, das gerade in mir arbeitet oder das mich interessiert. Das ist extrem stark. Alles dahinter. Ja, finde ich extrem stark. Passt auch ein bisschen dazu, dass wir ja im BOWA, wie wir jetzt im Vorgespräch zur Sendung festgestellt haben, ja so eine Sommerroutine entwickelt haben mit noch weicheren Themen als eh schon. Es geht noch gemütlicher zu und vielleicht muss da irgendwie das Politische in dir dann auf Instagram heraus. Ja, genau. Das könnte es gut sein, ja, das stimmt. Genau, weil wir machen ja jetzt eigentlich so, wir haben ja die schöne neue Rubrik Olympia im BOWA, die werden wir nachher noch hören. Wir machen unseren Fortsetzungsroman Auf einem Bein kann man nicht schwimmen. Heute bin ich dran mit Kapitel 5. Und ich bin schon sehr gespannt. Ja, genau. Und das ist so unsere Sommerroutine. Wir werden auch nach Olympia dem BOWA nochmal ein Comeback von Le Tour im BOWA feiern, wenn nämlich die Tour de France Femme, also die der Frauen, läuft. Da freue ich mich auch schon extrem drauf. Ja. Und ich glaube, frühestens nach dieser zweiten Tour de France im Jahr werden wir wieder mal gucken, was so auf dem politischen Markt los ist. Wobei, du hast eine Sache noch auf TikTok gefunden, sehe ich hier in unserem Ablauf stehen und ich weiß noch gar nicht, worum es geht. Ja, pass auf. Wir haben ja jetzt nach der Folge mit El Hotzo, da plätscherten dann immer noch so ein paar Kommentare rein. Weißt du, so ein bisschen, das haben wir ja letzte Folge schon besprochen. Die Leute sind teilweise ein bisschen enttäuscht, dass wir das Thema nicht mehr, das Thema El Hotzo, Twitter, Trump, dass wir das nicht sozusagen sachgerecht und inhaltlich beackert haben, sondern dass wir uns einen Spaß daraus gemacht haben. Eigentlich ja, nicht mit dem nötigen Ernst waren wir. Nicht mit dem nötigen Ernst, journalistisch nicht sauber gearbeitet zu haben. Und das habe ich mir dann so ein bisschen zu Herzen genommen und habe mich gefragt, naja, bei wem könnte ich mich nochmal so inspirieren lassen, wie halt so eine richtig saubere, ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema, mit dem Sujet eigentlich funktioniert. Und dann ist mir eingefallen, na klar, der Zeit-TikTok-Kanal, der hier auch schon mal Thema war. Und wie es der Zufall wollte, gab es ein TikTok zu dem Thema Trump-Attentat. Und zwar das Thema dieses TikToks ist, ob der Secret Service versagt hat beim Attentat.
Wir hören jetzt gemeinsam rein. Hat der US-Secret Service beim Attentat auf Trump etwa versagt? Donald Trump wurde von der Wahlkampfveranstaltung von dem Attentäter Thomas Matthew Crooks angeschossen. Kollegen von mir haben sich das Ganze mal genauer angeschaut, Detail rekonstruiert und sogar mit einem Secret Service-Agenten gesprochen. Um etwa 9 Minuten nach 18 Uhr fällt Zuschauen einer Person auf dem Dach dieses Gebäudes hier auf. Es ist der Attentäter Crooks. Er wurde im Laufe des Tages immer mal wieder von Leuten gemeldet und der Secret Service wusste auch schon, dass eine verdächtige Person irgendwie herumläuft. Aber warum genau er nicht aufgehalten wurde, ist nicht so ganz klar. Auf Videos sieht man mindestens 2 Polizisten, die um das Gebäude rumlaufen, auf dem Crooks liegt. Ein Polizist soll wohl mit Hilfe eines anderen Kollegen wohl auf das Dach geguckt haben und Crooks gesehen haben. Aber sicher ist nur eines, davon abgehalten zu schießen hat ihn niemand. Die beiden Scharfschützenteams richten sich auf die Person aus, die auf dem Dach herumklettert. Bei einem Team ist die Sicht aber wahrscheinlich durch einen Baum erschwert. Klar ist nur, beide Teams greifen nicht ein, bevor der Attentäter auf Trump schießt. Um 18.11 und 33 Sekunden fängt Crooks an zu schießen. Er feuert 3 Schüsse auf Trump ab und der wird am Ohr verletzt. Trump hat sich auf jeden Fall sofort weggeduckt und danach schießt Crooks noch weitere 5 Mal, diesmal ein bisschen hektischer ab. Und nur 6 Sekunden, nachdem Crooks angefangen hat zu schießen, feuern die Sicherheitskräfte einen ersten Schuss ab. Eins der Scharfschützenteams auf den anderen Dächern trifft ihn dann schließlich tödlich um 18.11 und 48 Sekunden. Hier sieht man seinen regungslosen Körper auf dem Dach liegen. Der amtierende US-Präsident Joe Biden hat direkt eine unabhängige Aufarbeitung des Geschehens angekündigt und Donald Trump hat sich beim Secret Service bedankt. Ja, so geht journalistisch sauber mit einem Thema ja, umgehen. Echt. Hier boah, Dax, sieht man den regungslosen Körper auf dem Dach liegen. Sorry, ich will mich nicht drüber lustig machen, aber es ist wirklich, ich weiß nicht, wen das adressiert. Mich gewiss nicht, weil ich wirklich noch weniger weiß als vorher. Das ist so ein Format, das schafft es, dass man dümmer rausgeht aus seiner. Warte, du musst meinem alten Gehirn noch mal ein paar Sekunden zum Prozessen überhaupt lassen. Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, das ist für Leute, die einfach standardmäßig ihre Sprachis auf doppelter Geschwindigkeit abhören und auch YouTube-Videos so reinschauen, weißt du? Das gibt's ja. Ja, ja. Es gibt auch, ich habe 1-2 Kontakte, die ich sehr schätze, auf WhatsApp, die mir Sprachnachrichten schicken. Ich zum Beispiel, oder? Ja, aber deine höre ich meistens auf 1,0 ab. Aber es gibt Leute, die erzählen immer so viel und aber auch so gemütlich, dass ich immer auf doppelt anhöre. Aber wärst du bereit, hier im Bova, in dem geschützten Raum, die Namen dieser Menschen öffentlich zu machen? Oder ehrlich gesagt würde ich auch nicht nee. An deiner Stelle, ehrlich gesagt. Weil das ist schon eine sehr, sehr, sehr sensible Info. Ich fände aber extrem geil, wenn sie das bei der Zeit weiterverfolgen, diesen extrem geilen Speed auch und wenn zum Beispiel auch die Zeitverbrechen-Folgen künftig so sind. Genau. Es hat sich für mich auch ein bisschen nach Zeitverbrechen angefühlt, ehrlich gesagt. Ja, Zeithörverbrechen. Olympia im Bova. Ja, Olympia im Bova, auf vielfachen Wunsch aus der Hörerschaft, beschäftigen wir uns heute ganz kurz einmal mit der Eröffnungsfeier von Olympia. Moritz, erste Frage an dich. Hast du die Eröffnungsfeier am Freitag verfolgt? Nee, ich habe private Umstände, deswegen konnte ich auch heute nicht viel vorbereiten, haben das nicht zugelassen. Ich habe noch nicht Olympia gesehen, aber ich glaube, ich werde die kompletten Olympischen Spiele, weil ich einfach keine Sekunde verpassen will, einfach um wenige Tage zeitversetzt nachstreamen. So. Das hatte mir Gabriel Joran, liebe Grüße an der Stelle, auch schon, ich glaube, unter einen solchen Instagram-Sharepick von mir geschrieben. Da hatte ich irgendwie gesagt, das sei mir jetzt alles ein bisschen zu viel, nach Tour de France und DM sofort in den ins Olympia-Fieber einzusteigen. Und er schrieb mir, und so habe ich es erst mitbekommen, dass du alles irgendwie zeitversetzt in der Sportschau-App dir anschauen kannst. Und das Geile an der Sportschau-App ist auch dieses Jahr, dass du die so mehrere Veranstaltungen gleichzeitig streamen kannst. Also du kannst dir aussuchen, welches Turnier oder welche Sportart guckst du dir eigentlich gerade an. Das finde ich total gut. Ja, genau. Und man kann auch bei der Zeit kann man auch streamen. Und da ist der 100-Meter-Weltrekord nicht 9, irgendwas Sekunden, sondern nur 4. Weil auch so schnell moderiert wird. Und jetzt laufen sie los. Und da sind sie auch schon wieder im Ziel. Und fertig. So, aber wir wollen ja kurz auf die Eröffnungsfeier angehen und hier insbesondere auf die Berichterstattung im Ersten mit Tom Bartels. Mhm. Denn die Moderation von Tom Bartels insbesondere und Friederike Hoffmann, glaube ich, weniger, aber Tom Bartels stand im Kreuzfeuer der Kritik der Zuschauerinnenschaft nach der Eröffnungsfeier. Irgendwie, ich habe nicht so richtig rauslesen können, was genau die Leute gestört hat. Also es ging wohl darum, dass er so in Songs, die gerade gesungen werden, reingequasselt hat und da nicht still bleiben konnte.
aber so richtig verstanden habe ich es nicht, worum es da ging. Deswegen habe ich mir nochmal die Highlights der Eröffnung angeschaut und habe dann so ein paar persönliche Highlights für mich nochmal rausgecuttet, die ich gerne mit dir besprechen will, Moritz. Sehr gerne. Und wir fangen an ganz vorne in der Berichterstattung dieser Eröffnungsfeier, denn da ist etwas zum Thema gemacht worden, was ich auch neulich noch auf Blue Sky zum Thema gemacht habe. Vielleicht kommst du ja drauf. Das ist ja auch gar nicht leicht für die Kameraleute, 115 insgesamt, diese Athleten zu erkennen, die Boote zu begleiten, auch wiederum auf Booten. Ein Irrsinn, den man sich da vorgenommen hat. Also eine wahnsinnige Regiearbeit, das alles einzufangen, weil einfach bei dieser Zeremonie alles gleichzeitig passiert. Weil alles gleichzeitig passiert. Und weißt du, da hab ich mich halt gefragt, ich hatte das nämlich auch schon, weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei Threads, glaube ich, gepostet, dass wenn man mal, oder die Leute, die halt noch nie im Fernsehen waren, noch nie aufgetreten sind, dass sie sich nicht vorstellen können, was das für eine logistische und produktionelle Mammutaufgabe ist, diese Eröffnungsfeier zu übertragen als Fernsehstation. Und mir ist dann nur noch ein Vergleich aufgefallen, nämlich, dass ich glaube, dass die TV-Produktion, die hinter dieser Olympia-Eröffnungsfeier steht, dass die nur noch zu vergleichen ist mit dem Aufwand von Die Passion von RTL in Essen. Ja. Also, dass du. Das ist wahrscheinlich auch die gleiche. Das ist wahrscheinlich dasselbe Team, genau. Ja, dann ist mir noch was aufgefallen. Es ist mir nun eine besondere Ehre, den Präsidenten der Französischen Republik, Monsieur Emmanuel Macron, zu bitten, die Spiele der 33. Olympiade für eröffnet zu erklären. Also das war die Rede von Thomas Bach, kurz bevor der Präsident Emmanuel Macron die Spiele eröffnet. Und ist dir auch aufgefallen, was mir aufgefallen ist in der Synchronübersetzung? Nein. Okay, es ist so kurz, wir hören noch mal rein. Es ist ein Rätsel drin versteckt, meiner Meinung nach. Okay, ich brauche noch einen zweiten Durchlauf. Ja. Es ist mir nun eine besondere Ehre, den Präsidenten der Französischen Republik, Monsieur Emmanuel Macron, zu bitten, die Spiele der 33. Olympiade für eröffnet zu erklären. Und? Emmanuel? Macron? Nee, es stimmt doch alles. Thomas Bach, der es eigentlich wissen sollte, beziehungsweise der Synchronübersetzer, haben da wirklich einen schwerwiegenden Fehler für alle Olympia-Fans gemacht. Und die Olympiade bezeichnet nämlich nicht die Spiele, jetzt. Sondern... Das ist die Zeit dazwischen. Die 4 Jahre dazwischen. Wie kann das denn passieren, ehrlich gesagt? Ja, aber guck mal, mir wäre es zum Beispiel schon mal nicht aufgefallen. Mir ist aber es halt klar. Aufgefallen und das ist halt falsch, leider. Das, und jetzt verstehe ich natürlich auch die Wut. Das wäre wie, wenn wir Podcast sagen statt Podcast. Ja, genau. Apropos, ein kleines, und ich glaube, mit dem letzten Clip, den ich euch jetzt zeige, wird dann auch klar, woher die Wut kam gegen Tom Bartels. Wir hören rein. Das ist der mysteriöse Fackelträger, der an ein bekanntes Computerspiel Assassin's Creed angelehnt ist. Und an das Phantom der Oper. Gibt viele Querverbindungen in dieser Show. Es gibt viele Querverbindungen. Assassin's Creed. Ja, Assassin's Creed, genau. Aber ich hätte gern, ich finde, da war jetzt wirklich sehr viel Gold dabei, bei dieser Eröffnungsfeier, allein in den 3 Clips. Die hätte ich dann doch gern so ein bisschen wie bei TV Total so auf so einem Nippelboard, um die mal zwischendurch abzufeuern. Auf jeden Fall, aber ich verstehe immer nicht, warum man sich bei sowas über die Moderatoren so ernsthaft aufregt, weil es doch einfach nur unterhaltsam, wenn's menschelt. Ich glaube, dass wir, und ich mache jetzt wirklich das ganz, ganz große gemeinschaftliche Wir auf, dass wir so ein bisschen verlernt haben, uns da so ein bisschen drüber zu beömmeln, sagen wir im Rheinland, einfach so ein bisschen das Augenzwinkern hinzunehmen, weil es ja nur noch sozusagen im Modus entweder des absoluten Verteidigens oder im Modus des absoluten Angriffes denkbar ist. Ja, es wird eh generell zu viel kritisiert, aber ja. Da sind wir als Bova ja dahinter, das abzustellen, erstmal alles gut zu finden. Wir geben ja, alles dafür. Genau. Ganz genau. Ich muss noch eine kurze Sache loswerden, vielleicht als Schlussstrich gegenüber denen, die sich jetzt so sehr über Tom Bartels aufgeregt haben. Ich finde das nachgerade peinlich. Olympia im Bova. So, ihr wartet natürlich schon die ganze Zeit darauf, wie
gebannt auf das bald fünfte Kapitel von Auf einem Bein kann man nicht schwimmen, dem gemeinsamen Coming-of-Age-Roman von Moritz Hürtgen und mir, Dax Werner. Und ich rede jetzt schon so schnell, als wäre ich euer Zeit-TikTok da und würde Nachrichten vorlesen oder True-Crime-Fälle lösen. Ich möchte wieder ein bisschen Speed rausnehmen, denn es wird literarisch und wir haben eine ganz, ganz liebe Mail bekommen. Bevor es jetzt mit dem fünften Kapitel weitergeht, möchte ich aus der Mail von unserer Hörerin Rebecca zitieren. Die hat uns nämlich geschrieben, mit Auf einem Bein kann man nicht schwimmen, habt ihr den Weg geebnet und begeistert die Massen. Jetzt traut sich auch der Verlag von Christoph Kramer zum wiederbelebten Genre Coming of Age zu stehen und kündigt das Debüt des Ball- und Mikrofonjongleurs offiziell fürs Frühjahr 2025 an und verlinkt es dann noch ein Ankündigungsvideo vom Kiwi Verlag. Da müssen wir natürlich jetzt sagen, Henne-und-Ei-Problem. Also wir haben dieses Buch ja eigentlich erst geschrieben, weil Christoph Kramer rausgegangen ist mit der Nachricht, dass er ein Coming-of-Age-Roman schreibt. Und zwar bei Sportbild, irgendeinem Sportbild-Podcast hat er das erzählt. Genau, aber wir sind jetzt eben schneller gewesen, weil wir eben so flexibel und frisch sind, haben wir das direkt hier im Self-Publishing rausgebracht. Aber wir sind natürlich trotzdem froh, wenn sich die doch oftmals langsam mahlenden Mühlen des Literaturbetriebs in Bewegung setzen und uns erste Angebote hier schicken. So sieht's aus, denn sie schreibt noch weiter. Ich freue mich auf die Fortsetzung am Montag, also auf heute, und wie immer auf viele spannende Regionalmeldungen und putzige News zu unseren watschelnden Freunden und flauschigen Fellnasen. Mit den herzlichsten Grüßen aus einem Verlagsbüro und einem großen Segen, Rebecca. Und vielen Dank erstmal für diese liebe, liebe Mail. Ja, liebe Grüße ins Verlagsbüro. Liebe Grüße ins Verlagsbüro. Wir wüssten natürlich gerne, um welchen Verlag handelt es sich. Beziehungsweise eigentlich egal, wenn du Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten. Und sozusagen auf einem Bein kann man nicht schwimmen, in die Welt zu entlassen als Buch. Dann schreib uns doch gerne nochmal eine Mail, weil wir sind dafür absolut offen. Genau, genau. So. Und ich versuche jetzt mal mit Kapitel 5 quasi schon mal den Spiegel-Bestseller-Kleber vorne aufs Cover drauf zu pappen. Und noch einmal gesagt, los ging unser Fortsetzungsroman in Folge 45 und seitdem läuft er nur in der Folge mit El Hotzo, haben wir ausgesetzt, weil es da Dringlicheres nicht zu besprechen gab. So, jetzt Kapitel 5. Bist du bereit, Dax? I am ready. Los geht's. Auf eine Befragung durch die eintreffende Polizei hatten Jochen und ich keine Lust. Schließlich hatten wir bereits einige Alkopops intus und waren erst 15 Jahre alt. Wir stahlen uns durch ein dunkles Waldstück davon. Als wir Halt machten, schüttelte Jochen je zwei Stangen Marlboro aus den Hosenbeinen. Gelegenheit macht Diebe, lachte er. Die Polizei denkt bestimmt, es waren die Maskierten. Aus dem Fernsehen wussten wir, dass man besser nachdenken kann, wenn man rauchte, also steckten wir uns Zigaretten an. Schmeckt gut, ächzte Jochen lässig. Aber ich sah, dass er blau anlief und ihm kotzübel wurde. Ich paffte wie immer nur. Wer Raff-Terroristen schnappen will, muss denken wie ein Raff-Terrorist, pflegte mein Vater immer zu sagen. Er arbeitete beim LKA in Düsseldorf. Als Hausmeister der Behörde wusste er immer stets bestens Bescheid über aktuelle Fahndungen und den Stand kriminalistischer Forschung. Jochen, wo im Rhein-Erft-Kreis würdest du dich als RAF-Terrorist mit einer Geisel verstecken? Fragte ich. Als RAV, sinnierte Jochen. Offensichtlich wusste er überhaupt nicht, wer oder was die RAF war. Wahrscheinlich dort, wo garantiert niemand sucht. Direkt neben der Polizeiwache, sagte Jochen. Ui. Entschuldigung, ich wollte nicht kommentierend eingreifen. Jochen war mein bester Freund. Ich mochte ihn sehr. Aber er war auch ein Schwachkopf. Direkt neben der Polizeiwache. Was für ein Unsinn. Als ich die sechste Zigarette mit der fünften ansteckte, ging mir ein Licht auf. Onkel Titos Schrottplatz war direkt um die Ecke. Nachts konnte man sich dort in der Dunkelheit perfekt verstecken, bis die Polizeipräsenz in der Gegend wieder abnahm. Komm mit! Ich zog Jochen am Arm mit mir. Zu Onkel Titos Schrottplatz waren es nur wenige hundert Meter. Vorsichtig schlichen wir uns am Zaun entlang. Ich kannte eine Stelle, an der man drunter durchschlüpfen konnte.
Onkel Titos Hund Hansi, ein Bernardiner mit einem kleinen Schnapsfässchen um den Hals, hatte den Zaun unterbuddelt. Ich zwang mich zuerst durch den Dreck. Als ich auf der anderen Seite aufsah, erschrak ich fast zu Tode. Direkt vor mir stand jemand. Aber waren das nicht Jessys Chucks mit den grünen Schnürsenkeln? Ha, ihr kommt zu spät, Raffjäger, lachte Jessie. In der Hand hielt sie Onkel Titos Schrotflinte. Lässig lud sie das Gewehr durch. Jessie, wie? Was? Wo? Keuchte Jochen verwirrt von der anderen Seite des Zaunes. Ich hab die drei Schurken in Titos Büro gelockt und dort überlistet, gefesselt und der Polizei am Telefon einen anonymen Hinweis gegeben, erzählte Jessie beiläufig, als wäre es nichts Besonderes. Wir alle drei waren erst 15 Jahre alt, aber neben Jochen und mir wirkte Jessie viel älter. 16 oder vielleicht sogar 16,5. Genau genommen waren es auch nur noch 2 Wochen bis zu ihrem 16. Geburtstag. Sie wirkte jedenfalls viel älter und reifer als wir. Schnell weg, bevor die Bullen kommen, sagte Jessie. Was machen wir noch? Die Nacht ist noch jung. Ich blickte auf die Uhr. Es war bereits 21.54 Uhr, eigentlich längst Schlafenszeit. Ich spürte Gewissensbisse gegenüber meinen Eltern. Lasst uns ins Freibad einbrechen, hörte ich mich sagen. Jessie half mir per Räuberleiter über den Zaun des Schrottplatzes und sprang lässig hinterher. Und wir rannten los in die Nacht. Und das war Kapitel 5 von Auf einem Bein kann man nicht schwimmen. Okay, wow. Wow. Stark. Hat's dir gefallen oder habe ich dir jetzt die Terroristengeschichte zu schnell abgebunden? Ich finde die jetzt schon schnell abgebunden, aber vielleicht ist es auch gut so. Also vielleicht hätte man noch ein bisschen was damit machen können. Aber hey, so sind die Regeln. Also du hattest offenbar weniger Lust, da noch mehr Zeit drauf zu verwenden. Dementsprechend absolut aber fair. Aber vielleicht gibt es ja auch ein Wiedersehen im Freibad. Ich hab das dann nicht ganz verstanden. Die sind jetzt gefesselt in dem Büro des Schrottplatzes und die Polizei holt die gleich. Oder gibt es vielleicht auch eine böse Überraschung, wenn die Polizei die Tür öffnet? Vielleicht auch. Weiß man noch. Das liegt in deiner Hand. Das passiert ja in Kapitel 6. Ja, vielleicht schiebe ich das aber auch weiter in Kapitel 7, die Frage. eine Sache ist mir aufgefallen, beziehungsweise Marina Nordbreeze. Sie hat auf Blue Sky geschrieben, Betreff, auf einem Bein kann man nicht schwimmen. Ich habe das jetzt nicht wirklich gegoogelt, aber gab es 2001 wirklich Alkopops in Dosen? Ich sehe da immer eine Glasflasche Bacardi Breezer vor mir. Ja, ich glaube schon. Man hat auch so Smirnoff Eis immer aus diesen 033er Flaschen getrunken. Das ist schon eher eine Flaschensache, ne? Alkopops. Genau. Aber deswegen habe ich der Userin Marina auch direkt gesagt, dass sie hiermit unsere Lektorin ist. Ja, und du hast direkt 30% verhandelt, sozusagen. Genau. Ja, branchenüblich. Ich habe eingeschlagen. Sehr gut. Branchenüblich und fair. Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Und zwar, ja. Du hast, also Jochen kommt ja jetzt nicht so gut weg, er wird ja so ein bisschen doof dargestellt, vor allem auch mit seiner Idee, sich direkt vor der Polizei zu verstecken. Ja. Oder neben der Polizei. Aber ich muss sagen, also da tust du ihm Unrecht, das ist natürlich... Stimmt, er ist ja belesen, ne? Er hat doch schon Hermann Hesse zitiert. Genau, und hier zitiert er, ohne es zu sagen, der entwendete Brief von Edgar Allan Poe. Ach, echt? Ja, also was heißt zitiert, aber die Idee ist dieselbe, also der... Da geht es um einen Brief, der nicht gefunden wird, weil er eben vor aller Augen in der Ablage liegt, in einem Haus. Und so ähnlich wäre das ja hier auch vom Aufbau her. Genau. Ja, stimmt, so wär's. Ja. Du, Dax, wir haben noch Zeit für eine Lokalmeldung. Eine, oh ja. ZuhörerInnen-Einsendung. Oh ja, weil Rebecca das in ihrer Mail an uns ja auch schon so geteasert hat. Wir sollten die Watschel-Meldung. Watschelnde Federfreunde. Es ist eine Meldung, die uns Felix gesandt hat per Mail an gumo@bonigerwachmacher.de. Vielen Dank dafür. Und es ist eine Meldung, ich glaube zum wiederholten Mal, aus der Zeitschrift Nordwestzeitung NWZ Online. Moritz, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das. Nee, ich glaube, wir waren da schon mal, ja. Da waren wir schon mal, ja. Und ich möchte die Meldung eigentlich komplett vorlesen, weil sie so großartig ist. Einsatz in Bremerhaven. Verirrte Entenfamilie watschelt zur Polizei. Durch lautes Quaken machte eine Entenfamilie vor einem Bremerhavener Polizeirevier auf sich aufmerksam.
Die Enten hatten sich offenbar verirrt und brauchten Hilfe. So wurden sie gerettet. Abofrei. Bremerhaven. In Bremerhaven ist am Donnerstag eine schlaue Entenmutter mit 8 Küken im Gefolge offenbar aus eigenem Antrieb zum Polizeirevier Mitte gewatschelt, wohl um anzuzeigen, dass sie sich in der Innenstadt total verlaufen habe. Doch das letzte Stück bis zur Polizeiwache erwies sich für den Entennachwuchs dann doch als zu schwierig. Alle Versuche, die steilen Treppenstufen zum Revier zu erklimmen, scheiterten. Obwohl die Entenmutter immer wieder anschaulich vorführte, wie das mit den Stufen funktioniert, schafften das die kleinen Schnabeltiere nicht. Schließlich wurden Polizisten auf das Quaken der Enten unter einem Fenster der Wache aufmerksam. Schnell wurde entschieden, da muss Unterstützung her. Und so forderte die Polizei die Berufsfeuerwehr Bremerhaven. Hier auch nochmal Reminder an die letzte oder vorletzte Folge, wo ich genau das anprangerte in einer anderen Meldung. Hier wird genau gesagt, Berufsfeuerwehr Bremerhaven ist im Einsatz. Zu diesem tierischen Einsatz an, denn die verfügt in Sachen Tierrettung über die meiste Erfahrung. Schnell gelang es Feuerwehrleuten und Polizisten gemeinsam, die Entenfamilie einzufangen und an einer für die Tiere geeigneten Stelle wieder auszusetzen. Der dazu verfasste Polizeibericht endet mit der Bemerkung, Ente gut, alles gut. Fantastisch. Und da muss ich mal sagen, so eine schön geschriebene Lokalmeldung, da sollen sich mal die Herausgeber und so weiter und die großen Medienhäuser bewusst machen, dass sowas Schönes nie eine KI schreiben wird. Nee. Weil die würde das einfach nüchtern wiedergeben, nicht so vergnüglich runterschreiben. Jetzt möchte ich nochmal sagen, bevor diese Kritik kommt, ich kann sie quasi schon schmecken, weil ich lange genug auf Kurznachrichtendiensten unterwegs bin. Ich möchte jetzt nichts davon hören, dass das eine Meldung ist, die die Polizei zu gut dastehen lässt als Tierretter und so weiter. Spart's euch bitte einfach. Da kommt echt jeder drauf, ist nicht originell. Moritz, schreib doch direkt ab, was die Polizei dir vorsagt. Ja, genau. Genießt einfach diese schöne Entenmeldung und freut euch. Eine wunderschöne Meldung. Macht mir richtig gute Laune für den Rest der Woche. Und damit schließe ich jetzt auch diese Montagsfolge. Ich segne euch zum Abschied noch alle, dich und alle HörerInnen. Vielen Dank. DAX. Und ich verabschiede mich hiermit aus dem Podcast Boniger Wachmacher. Ich liebe euch. Wir hören uns am Donnerstag. Bis dann.